Bibis Beauty Palace? Nee, die hatten wir schon. KS Freak? Hatten wir auch schon. ApoRed? Nee, das wird so langsam auch langweilig. Leon Machère macht einfach keine Videos mehr, solange es auf YouTube kein Geld gibt. Und bei Heracle bekomme ich immer einen Bildanfall, wenn ich mir den länger als 2 Minuten antue. Heute machen wir mal einen ganz großen Dreckstep. Er lebt in Miami, ist mit einer Silikonpuppe zusammen und lacht immer so, als würde er gerade mit seiner Hand ganz tief in den Rektus von einer schwangeren Kuh greifen und das sehr erotisch finden. Es geht natürlich um kein geringeres Transvestit als Simone Dessous. Ich habe mir also sein neues Video angesehen, um halt ein Skript dafür zu schreiben und saß dabei zufällig gerade auf dem Klo. Also, das ist jetzt echt kein Witz, aber wenn man Simon Dessous konsumiert, während man gerade einen abseilt, wirkt der Content abführend und die Exkremente flutschen einfach besser. Glaubt's oder nicht, aber das ist so. Ich glaube auch, dass das der wahre Grund für die 3 Millionen Subscriber sind. Aber das sind ja nur Spekulationen. Was aber Fakt ist, ist, dass ich mir die Scheiße angesehen habe und jetzt meinen Senf dazugebe. Oh mein Gott, ich bin in meinem Kopf. Also die beiden Geschwister machen jetzt auf jeden Fall eine Art Challenge auf Badoo. Das ist so eine Dating-App. Dort kann man Leute kennenlernen, treffen, daten, wie auch immer. Die können auf jeden Fall schon mal nicht ganz so intelligent sein, wenn die Simon Dessous für ein Product Placement bezahlen. Ist, glaube ich, genau dasselbe wie alle anderen Dating-Apps, nur mit Simon Dessous als Werbepartner. Und ja, jetzt versuchen die halt so viele Matches wie nur irgendwie möglich zu finden. Und wir werden jetzt mal auf Matcher gehen. Das bedeutet, wir gehen hier auf Matches. Yes, mein Brother. Mein Brother Oliver. Nee, das ist jetzt nicht wirklich gerade passiert, oder? Spiel das Ganze mal bitte in Slow-Mo ab. Also mal ernsthaft, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber das da ist 100% Leon Machère. Wieso zur Hölle benutzt der Badoo und wieso fällt es Simon Dessous nicht auf, dass der zusammen mit dem gematcht wird? Das ist doch nicht normal, oder? Scheiße, Mann, feiere ich die Aktion gerade. Ey, warte, guck mal, das dauert keine 5 Sekunden, kann man das sehen? Nein! Was? Wie zum Teufel ist das möglich? Da, voll auf mein Mikrofon. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Die beiden passen doch ganz gut zusammen. Jetzt ist nur die Frage, wer welche Gehirnhälfte besitzt. Ja, die beiden passen perfekt zusammen. Dieser Moment, wenn man sich nicht mal die einfachsten Texte merken kann und einfach nur Ba-Ba-Ba singt. Richtig Bianca Heinecke-Style. Und hier noch ein kleiner Zungenkuss-Lehrgang für die ganz jungen Zuschauer unter seinen Fans. Exactly. Es tut mir so verdammt leid, aber diese Szene kann man nicht unerwähnt lassen. Danke, YouTube. Ich wollte schon immer mal ein Porno von Simon Dessous nachsynchronisieren. Für alle meine Zuschauer, die jünger als 12 sind, ihr habt nichts gesehen.